Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Age. Wir haben hier ein paar Sachen zu erledigen. In der Bar waren wir schon gewesen, genau, wir haben mit Trish gesprochen und wir sollen jetzt den Sheriff nachts auf dem Highway treffen. Zusammen mit Liz ist er da. Okay, wir können aber noch ein paar Skills erstmal verteilen. Warum ich die Skills hier so einzeln verteilt habe, ist, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe den Prolog ein paar Mal probiert zu spielen, vorher schon, bevor ich mit euch das erste Mal komplett durch hatte. Da habe ich immer so verteilt, wie ich es logischerweise machen würde, also ein bisschen mehr in Nahkampf zum Beispiel. Jedenfalls ging es dann immer nicht weiter und diesmal habe ich halt überall ein bisschen was gegeben, das hatte funktioniert. Keine Ahnung, ob es auch anders gegangen wäre. Survival. Kritische Treffer. Erhöht kritische Treffer. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und was? Schaltet den Job des Jägers und Schmieds frei. Ah, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, können wir da... Ah, einen Skillpunkt hätten wir noch. Den können wir in Handwerk stecken. Erhöhte Verteidigung. Büchsenmacher oder Medizin. Erhöhte Resistenz. Mal hier noch, ne, Kosten 2. Hier unten stehen immer die Kosten. Also Medizin oder Handwerk. Ja, komm, machen wir mal. Resistenz finde ich auch nicht schlecht. Und kleine Medikits craften fände ich jetzt auch nicht so verkehrt. Okay. Jo. Gutes Unterhemd brauchen wir jetzt nicht. Den Rest hatten wir schon geguckt. Wir sollen da alleine hingehen. Drei Partymitglieder können wir einsetzen, also Gruppenmitglieder. Ah. Gut. Auch wichtig. Und hier sehen wir ein bisschen Reflexe, Stärke, Wahrnehmung, Intelligenz, Konstitution und Leben. Und Resistenz ist dann kritische Treffer. Blockchance, Verteidigung und Resistenz. Reduziert den Schaden von Feuerfallen und Giftattacken. Alles klar. So, komm, dann gehen wir mal jetzt hier reisen. Ja? Jobs können wir wahrscheinlich keine zuweisen. Nee, weil wir sind ja alleine. Und wir wollen hier ein bisschen questen. Was lädt der denn da? Den Screen. Die neuen überlebenden Sheriffs sind nachts auf dem Highway zu finden. Solltest du andere Orte erkunden wollen, könnte das böse Konsequenzen haben. Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehen wir mal auf den Highway nachts. Da können wir ein bisschen was finden. Patronenhülsen, Kleidungsstücke, Waffenteile. Ach so, und das nächste, genau, crafte eine Waffe, Knüppel. Da fehlen uns aber sowieso alte Waffenteile, geht also nicht. Das wäre dann über diesen Jobbildschirm, nehme ich an. Du fühlst dich etwas unbehaglich, als du dich ohne Begleitung in der Dunkelheit auf dem Weg machst. Auf dem Weg, aha, um den Treffpunkt zu finden. Trish erwähnt das zweite Gebiet. Wenn das alles Zombies sein sollten, dann kann das sehr lustig werden. Erfahrung, ach so, dann steigen wir auf, ne? Cool. Ja, nicht schlecht. Ein bisschen noch bis zur 250. Der nächtliche Treffpunkt. Ja, wir müssen Angriff machen. Noch haben wir sie nicht gefunden. Und da geht's auch schon los. Gegen 3. Wir haben noch 8 Schüsse. Okay. Naja, ich wäre dafür entweder die Krankenschwester oder den Patienten. Wir machen mal die untote Krankenschwester. Eieieiei, das wird bitter hier. Und es gewittert da im Hintergrund. Das ist ein Traum. Wir machen mal einen Nahkampf. Angriff, die untote Krankenschwester. Jawohl, da ist er auch schon weg. Und dann schnappen wir uns diesen hordengetriebenen, gebissenen Passanten. Wir machen Nahkampf durchbrechen. Okay, das sollte irgendwie seine Verteidigung senken. Ist bei 61. Wir nehmen nochmal die Pistole. Schade. Echt schade. Es hätte fast geklappt. Hat's aber nicht. Alter Falter. So.
Tja, machen wir nochmal durchbrechen. Weil das dann, glaube ich, für die nächsten Angriffe ganz vorteilhaft sein sollte. Oh, 43 Schaden. Ja, zumindest der zweite war mal geblockt worden. 44. Also um die 40 haben wir ihm im Nahkampf. Also jetzt können wir nochmal Nahkampf machen. Oh, das ist doch... Und jetzt fängt er auch noch an, hier rumzuspucken. Das ist so unglaublich. Das ist doch schade. Das war... Guck mal, der hat nur noch 3 übrig gehabt oder sowas. Das war ein bisschen Pech auch. Haben wir irgendwas... Oh, fuck. Moment, plündern. Das nehmen wir natürlich mit. Ein Krankenwagen. Ja, wir versuchen das zu öffnen. So ein Medikit wäre natürlich cool, ne? Lumi versucht, den Krankenwagen zu öffnen. Es geht versehentlich die Sirene los. Oh mein Gott, Zombies verfolgen und attackieren euch. Das finde ich ja auch super. Euch finde ich super. Alter Walter. Was kann man denn? Können wir Sanitäter machen? Ach ja, guck mal, Kampfbereitschaft können wir machen, ne? Erhöht die Resistenz und erzeugt einen zusätzlichen Aktionspunkt. Das fände ich schon mal wichtig. So, guck mal, wie resistent wir jetzt sind. Ja, da kann die mal spucken. Ei. Trotzdem bitter. So, was haben wir noch? Molotow-Cocktail könnten wir schmeißen, haben wir aber nicht. Ja, dann geht's los mit Pistole, ne? Mal die blöde Krankenschwester. Natürlich nur, weil sie zombifiziert ist. Ist sie blöde, weil die so komische Sachen hier macht. Die kann nämlich auch ihre Kompagnons hier heilen und so. Oh, wir müssen hier schießen. Sonst wird's bitter. Siehst du? Hier so Giftzeug. Eieieiei. Permadeath, ne? Sage ich da nur an dieser Stelle. Was ist denn das aber für so ein komischer Giftzauber? Ah, fuck. Eigentlich müssten wir verschwinden oder so. Guck mal, ach hier. Gift. Giftschaden für 4 Runden. So, heilen können wir uns nicht. Molotow können wir nicht schmeißen. Jo, dann wird noch weiter angegriffen, ne? Lass mal ihn hier platt machen. Oh, ist das bitter. Und dann sind wir wahrscheinlich gleich platt, wie ich das sehe hier. Gibt es denn sowas? Jo, auch noch geblockt. Und der spuckt schon wieder mit irgendwelchem fiesen Zeug. Tja. Können wir hier irgendwie aus dem Kampf flüchten? Ich glaube nicht, ne? Zurück. Tja. Und dann soll es das echt schon gewesen sein? Nicht so schön. Ja, boom. Sind wir weg, wa? Ja. Das ist ganz schön heavy irgendwie. Upgrades kommen hier. Du hast 0 Medaillen, du bist 2-mal gestorben. Getötete Zombies 35, bester Versuch. Steht hier irgendwas? Überlebende Camp 3, überlebte Tag 1. Geil, ja, schön. Komm, wir machen nochmal hier Prolog überspringen. Steigen wir direkt ein hier. Können ja nur den Studenten nehmen. Tag 1. So. Ja, wissen wir. Und gucken wieder ins Gesicht von der Trish, sollen den Knüppel craften. Das haben wir schon mal durch. Neue Person kommt in die Bar und nickt Trish freundlich zu. Über Nacht hat er allein ins Camp gefunden und ist deshalb sichtlich gut gelaunt. Haben wir hier noch eine Quest irgendwie, 3 Kofferräume tagsüber auf dem Highway plündern. Na ihr beiden, ein neuer Tag liegt an und ich habe mächtig Hunger. Wie wäre es, wenn wir heute etwas dagegen unternehmen? Ach, die Trish schlägt gleich mal vor, dass wir sie begleiten sollen und den Highway erkunden sollen und uns ein bisschen kennenlernen sollen. Aha. In der Bar kannst du mehr über Bills Vorhaben erfahren. Na, machen wir das mal. Bill, Auftragsdetails. Was genau willst du unternehmen? Wir haben hier viel zu wenig Essen. Du und ich begeben uns auf Patrouille auf dem Highway und untersuchen die verlassenen Autos, bis wir wieder fürs Erste genügend Nahrung haben. Sollte nicht so schwer sein. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehen uns die Vorräte aus. Hungrige Überlebende verlieren jeden Tag Energie, bis sie elendig verrecken. Lass uns das bloß nicht erleben.
Du nimmst mich in deine Gruppe auf und wir finden gemeinsam ein paar feine Kofferräume. Mhm. Wie hast du Trish und den Sheriff eigentlich kennengelernt? Es ist noch nicht lange her, als der Ausbruch an diesem Ort begann, suchte ich ein Versteck im Wald. Wir trafen uns hier im Camp, nur zufällig. Ich hoffe, es schaffen noch mehr, die Zuflucht zu finden, aber dann brauchen wir auch mehr zu beißen. Bis später. Gut, wen haben wir denn noch? Nur die beiden? Gibt es denn noch irgendwie jemanden in der Bar, den wir mitnehmen können? Nee. Und Jobs? Nee, wir sind echt nur zu zweit. Wo ist denn der Sheriff dann hin? Na gut, er hat hier jetzt nichts zu verteilen an Skills. Dann fangen wir erstmal bei uns mit Skills an, ja. Und da finde ich Nahkampf auf jeden Fall wichtig, weil, Würde, Stärke, Tritt und so weiter, das finde ich eigentlich ganz cool. Schaffen wir das noch? Kosten 5? Ne, warte mal, 4 und dann 5 macht 9. Haben wir nicht. Weil wir eh ständig irgendwie in Nahkampf gehen müssen, weißt du? Ja, das ist dieses Kampfbereitschaft-Gedöns. Warte mal, 1, 3, 6. Das können wir komplett machen. Können wir heilen. Aber da brauchen wir wahrscheinlich wieder Ausrüstung für. Was haben wir denn an Jobskills? Also Nahkampf ist schon mal wichtig. Jäger und so brauchen wir jetzt bei dieser Geschichte ja nicht unbedingt, ne? Wahrnehmung fände ich ganz wichtig, wenn wir hier noch ein bisschen... War doch hier, ne? Nee, wo kriegen wir denn Wahrnehmung dazu? War das nicht hier? Erhöhte Blockchance, Wachsamkeit. Techniker. Angriff mit 100% Feuerschaden, Sturmgewehr, Pistole. Da unten steht, erhöhte Wahrnehmung von 2. Ah, ja, ja, jetzt habe ich's. Hier ist erhöhte Blockchance, Resistenz, Verteidigung. Aha. Also Wahrnehmung fände ich schon nicht schlecht. Wie gesagt, das war da ein bisschen... Ohne Pistole müssten wir doch eigentlich haben, oder? Wollen wir noch mal gucken hier? Ja, guck mal, die können wir ausrüsten. Ein Knüppel nehmen wir noch. Das Hemd gibt's natürlich. Und die Munition gibt's. Ja, komm, dann hauen wir hier noch die Pistole hoch. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Ach, jetzt kostet das 4. Aha. Ja, dann komm, Kampfbereitschaft nehmen wir noch dazu. Ja, soll er übernehmen. Und hier noch Blockchance finde ich auch gut. Ah, komm, nehmen wir das noch mit rein. Fertig. Jo, soll er nehmen. Unterhemd, das könnte theoretisch der gute Mann hier anziehen, oder? Ausrüsten, der hat nämlich nichts. Ach doch, guck mal, der hat eine Fernkampfwaffe, eine Schrotflinte als Fernkampfwaffe. So, gut, das ist die Nahkampfwaffe, alles klar, Knüppel zum Schlagen und so und es schießt ja, kann man ein bisschen aus der Ferne machen, ja gut, verstehe ich. Oh, wollen wir mal, ne? Probieren wir es mal. 3 Kofferräume. Tagsüber auf dem Highway und das ist wieder der Knüppel. Oh, schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Wir sind immerhin zu zweit. Du betrachtest Bilder eifrig nach geeigneten Fahrzeugen, die Augen aufhält, die Suche nach Kofferräumen leerstehender Autos. Du machst dich auf dem Weg, mit dem üblen Gefühl im Bauch fast allein gegen eine Übermacht zu stehen. Jo. Jetzt wird's ernst, Lumi. Ich kann mit der Schrotflinte umgehen, aber Munition habe ich nur einige Schuss. Wir sollten später lernen, Munition selbst zu craften. Außerdem solltest du an meine andere Fähigkeit denken. Kampfbereitschaft sorgt dafür, dass ich schneller über Aktionspunkte verfüge und sich der Schaden gegen mich reduziert. Gut, wir... haben wir jetzt... Ne, wir haben... Warum ist das rot hier? Einfach so. Und warum haben wir nicht volles Leben? Gut. Wir könnten jetzt beide hier mit Kampfbereitschaft im Prinzip ausrüsten. Ey, komm, wir machen mal einen Schuss. Was bringt das nochmal? 100% physischen Schaden, ein Ziel attackiert, reduziert die Initiative um 50% für 2 Runden.
Na komm. Bums. Das war schon mal gut. Guck mal, die leuchtet jetzt komisch. Jetzt gibt's mal einen Nahkampf. Ah, toll. Alter. Hat sie natürlich geblockt. Blöde Kuh. So. Tschüss. So, jetzt gibt's mal eine Schrotflinte. 41 nur. Auch nicht so doll. Wir könnten... Wir machen mal einen Nahkampf. Angriff. So. Jetzt hat er eigentlich so wenig übrig. Wenn er den jetzt nicht blockt... Jo, 24 nur abgezogen. Das ist fantastisch. Und da gibt es 30, weißt du, wo ich gar nicht mehr so viel bräuchte. Das ist super. Polizeiwagen. Ah ja. Den müssen wir jetzt durchsuchen, ne? Kofferraum haben wir jetzt aufgemacht. Und haben Gewehrmunition. Gewehrmunition? Wir haben kein Gewehr. Na toll. Warum steht jetzt hier plündere mindestens 3 Kofferräume und hier steht 0 von 3? Wo wir doch gerade einen Kofferraum geplündert haben, oder? Das verstehe ich nicht. Wird das so eine Endlos-Quest, bis wir tot sind? Gut, Lumi ist am Start. Wir könnten hier... können Kampfbereitschaft machen. So. Zonspunkte brauchen wir ja nicht unbedingt. Wir können aber auch einfach mal einen Beinschuss wieder machen. Oder wir machen die beide mal kampfbereit. Komm mal her. So. Wir sind kampfbereit. Kassieren aber trotzdem irgendwie 14er Treffer. War nicht so toll, ne? Ja. War okay. War ein Prolog vom, vom Rick. Vom Sheriff war ein bisschen besser gewesen, ne? Der hat da irgendwie 3 Leute weggefetzt. Oh, 51 ist natürlich nice. Wir gehen in Nahkampf, Munition sparen und es hat zumindest funktioniert. Das finde ich schon mal gut. So, Nahkampf, wir machen mal durchbrechen. Wir kriegen den jetzt eh noch nicht gleich platt und da haben wir ein bisschen was, worauf wir uns nächste Runde freuen können. Ja. Warum blockt der dann trotzdem? Wenn wir da irgendwie die Verteidigung durchbrochen haben, das ist doch scheiße. So, 45. Nochmal so ein Ding. Jawohl, 35 war knapp, aber weg ist er. Ein Bus. Aha. Wir gehen weiter. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal, oder? Wir gehen mal weiter. War ja auch kein Kofferraum bei dem Bus. Alter, gibt es einen Patient? Komm. Ein Schuss. Boom, das war gut. Jetzt hoffen wir, dass wir ihn... Oh. Ich wollte ihn eigentlich direkt weg. Weißt du? Beinschuss, er kann sich nicht mehr wehren. Aber jetzt, jawohl. Hm, machen wir mal Schrotflinte. 41. Gefällt mir nicht so mit der Schrotflinte. Okay. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh. Also irgendwie gestaltet sich das ganz schön schwer, finde ich. Alte Kleidungsstücke, da können wir bestimmt Verbände draus machen. Wir müssen weitergehen, ja? Gebiet 3 von 20. 3 von 20? 3 von 20 kämpfen oder was? Und jetzt kommen 2 Wellen. Alter Falter, na das wird lustig, Freunde. Oh, wir ziehen das jetzt durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.